Hallo und herzlich willkommen zu unserem Vortrag System- und Applikationsmonitoring. Wir werden euch heute einen kleinen Überblick über System- und Applikationsmonitoring geben, welche welche Tools wir verwenden bei uns in der Firma und sagen wir mal, was wichtig ist zu monitoren, was Sinn macht. Als kurzen Überblick über die Agenda. Ich werde euch kurz erzählen, warum Monitoring und Logging wichtig ist und was das für Auswirkungen haben kann, wenn man es nicht richtig oder nicht bis in die letzte Konsequenz betreibt. Dann wird euch mein Kollege einige Typen von Monitoring vorstellen und ein paar Tools, die wir so im Einsatz haben und Live-Monitoring, und dann gibt es noch eine kurze Fragerunde, für falls wir irgendwo Fragen auftauchen. Ja, dann würde ich sagen, beginnen wir mit meinem Part. Warum Monitoring und Logging? Zuerst sollte ich vielleicht sagen, ich stehe total auf Metriken. Mir taugt es. Also wenn ich irgendwo Metriken rausziehen kann und mir Sachen anschauen kann, wie was performt oder sonstiges, das taugt mir einfach. Macht natürlich noch viel mehr Spaß, wenn man nachher die auch grafisch darstellt. Aber wir haben uns auch mal Gedanken gemacht, eben welche Metriken machen überhaupt Sinn, wenn man jetzt einen Webshop oder eine Webapplikation betreibt, welche Metriken, dass man da rausholt. Da haben wir praktisch eine Key Performance Indikatoren rausgeholt. Das eine ist die Verfügbarkeit. Dann hätten wir noch die Business KPI, wo man nachher schaut, okay, was verdient man eigentlich mit dem ganzen Zeug, was man da den ganzen Tag so am Laufen hat. Dann kommt nachher noch kommen die Errors, die so ausgeliefert werden, hoffentlich nicht zu viele. Und ja, last but not least, Performance ist natürlich auch immer ein Thema. Fangen wir mit der Verfügbarkeit an. Dazu vielleicht eine kurze Geschichte zur Einleitung. Es hat da mal eine Firma gegeben, die hat beschlossen, beim Super Bowl einfach eine Werbung zu schalten. So eine große Sportveranstaltung, wie wahrscheinlich doch einige kennen. Und war Super Bowl Nummer 48. Das hat ihnen richtig Kohle gekostet, nämlich 12 Mille. Und haben sie gedacht, ja, passt, das rennt. Wie sie die Werbung geschalten haben, haben sie gleichzeitig natürlich ein Monitoring auf ihrer Webseite gehabt, beziehungsweise ihren Online-Shop, und haben geschaut, wie ist der Shop verfügbar, kommt der mit der Last Core von den Requests und so weiter, und dann hat das ganze Chart aber ein bisschen merkwürdiger ausgeschaut, nämlich auch so. Ups, da ist was passiert. Nee, jetzt wunderlich gut, ne? Aber was sieht man da jetzt genau, ne? Also da sieht man jetzt wirklich, zu dem Zeitpunkt ist der Spot on air gewesen und danach ist irgendwas passiert, dass die Verfügbarkeit von der Seite weg runtergegangen ist, und innerhalb einer Stunde war der nachher auf null mit der Verfügbarkeit. Das war dann irgendwie ein bisschen unlustig, und wenn man sich das Chart so anschaut, sagt man, okay, gut, Seiten einfach nicht verfügbar innerhalb von einer Stunde, eher unlustig. Die Jungs haben aber ein relativ gutes Monitoring betrieben und haben gesagt, okay, die Seite an sich war schon verfügbar, nur es waren einzelne Services nicht verfügbar. Das heißt, sie sind wirklich hergegangen und haben sich die Services rausgesucht und einzelne Services monitort. Und wie man da sieht, ist nachher am Abend, wo der Spot war, war nachher nur das Login-Service nicht verfügbar. Und zwar auch tragisch, aber bei weitem nicht so tragisch, wie wenn alles weg ist. Also für den Kunden war eigentlich nur der Login nicht verfügbar, die restlichen Services hat er ganz normal nutzen können. Und was ich damit sagen möchte, ist, wenn man eben Monitoring betreibt für Webseite oder so,
muss man auch im Blick haben, dass man sagt, okay, ich schaue mir wirklich jedes Service an, was ich anbiete. Wurscht, ob es ein Webshop ist oder andere Online-Plattform. Einfach jedes Service wirklich genau anschauen, damit man das nachher relativ schnell verifizieren kann, was, wo hat es da Probleme gegeben und wo, wie kann ich eingreifen. Die Firma hat das nachher innerhalb von einer Woche gefixt gehabt und ist in der Form nachher nicht mehr aufgetreten. Zu dem Thema. Was als nächstes kommt, ein bisschen drüber gesprungen, okay. Business Monitoring. Man hat, wenn man Unternehmen betreibt, hat man Einnahmen, hat man Ausgaben, speziell beim Online-Shop. Würde dann vielleicht interessieren, wann hat man wie viele Einnahmen, damit man zum Beispiel Updates planen kann. Weil ich wäre nicht zu der Zeit, wo ich am meisten verdiene, mit meinem Shop ein Update fahren, was vielleicht dann nur ein Rollback auch noch erfordert. Also da macht es durchaus Sinn, zu schauen, wo waren die Bestellungen, wie hoch waren die Bestellungen, über einen Zeitraum verteilt, von einem Tag zum Beispiel, und dann kann man sagen, okay, wenn man sich so einen Chart anschaut, da wäre vielleicht zum Zeitpunkt sehr früh, passiert recht wenig, da kann ich ein Deployment fahren und sollte nicht allzu viel an Geld verlieren mit meinem Shop und wirklich, gute Performance haben. Das ist immer wieder ein Punkt, wo nachher meistens auch die Operations Engineers oder so aufstehen oder auch Entwickler zum Teil. Ja, muss ich denn wirklich da mitten in der Nacht mein Deployment machen? Mit sowas lässt sich das sehr schnell wegargumentieren, dass man sagt, du bist mir in der Nacht billiger wie das, was ich verliere, wenn es unter Tag schief geht. also so viel einmal auch zur Business KPI sollte man immer im Auge haben, auch wenn man mal irgendwas Neues launcht, einfach das nachher wirklich auch im Auge behalten, wenn man eine neue Kampagne hat. Wie wirkt sich der aus? Macht dann schon Sinn auch. So, ja, jetzt haben wir eigentlich schon zwei coole Sachen, Verfügbarkeit und das Business ganz gut abgedeckt und gemonitort. Error-Handling bzw. Errors ausliefern sollte man mitkriegen, weil wenn man sowas sieht wie das da, dann ist es halt eher, sagen wir mal, nicht so klasse. Das sollte man durchaus mitkriegen, wenn man Fehlerseiten ausliefert oder wenn Fehler auftreten. Sowas ist vielleicht noch ein bisschen tragischer, weil das kriegt man nicht direkt mit, wenn man es ausliefert. Da muss man sich wirklich überlegen, ob man, wie man nachher einen JavaScript-Error auf der Client-Seite wirklich selber erkennt, wenn sowas ausgeliefert wird, dass man dann nachher darauf reagiert. Weil kann ja durchaus sein, dass beim Testen durchgegangen ist, jemand mit einem alten Browser kriegt einen Error, die für den Test eingestellt waren, die machen da keine Probleme. Also das ist immer so ein Punkt, wo man sagt, das sollte man unbedingt im Auge behalten und dann kann man auch sehr schnell darauf reagieren. Weil Seiten mit vielen Fehlern, ich bin jemand, ich schaue es mir dann irgendwann nicht mehr an, wenn sowas nicht behoben wird. Und ja, das Letzte natürlich, wie schon erwähnt, die Performance. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, man hat einen Webshop gebaut mit einem coolen Framework. Das Ding läuft super, getestet. Also wirklich liefert keine Fehler aus, passt alles. Und man ist mit der Leistung zufrieden, sagt, okay, gut. Der initiale Page-Load, der braucht 4,5 Sekunden. Das ist für das, was man vorgehabt hat, okay. Sagt, passt. Alles in die Parameter. Geht am Abend mit seinen Freunden auf ein Getränk, erzählt ihnen, ja, neuer Webshop, klasse, tippt die Url ins Handy ein, weil für gemütlich Laptop hat man nicht mit, wenn man mit den Leuten was trinken geht. Und dann dauert das, also mal angenommen, 15 Sekunden. So, was ist denn da passiert? Ne?
Da kommt man dann ein bisschen in Verlegenheit und überlegt sich, ja, wie kann denn das sein? Und ein kurzer Blick in die Entwicklungskonsole vom Browser zeigt dann plötzlich sowas. So. Man sieht, da sind einfach Mainspool Ressourcen geklont worden. Und eigentlich, man hat es lokal nicht gemerkt, man hat es auch beim Testen so über die Server nicht gemerkt, am Laptop, weil der Laptop einfach ein bisschen mehr Power hat vielleicht wie das Handy. Und dann schaut man sich an, was da an Ressourcen geladen worden sind. In dem speziellen Fall waren es 285 Ressourcen. Und von diesen 285 Ressourcen waren 151 Ressourcen CSS-Files und 121 JavaScript-Files. Das braucht halt dann eine Zeit, bis das nachher wirklich initial einmal da ist. Und dafür dann ist der Webshop gelaufen wie ein Kleckerl nach dem Initialen. Aber das ist einfach, wenn man sagt, okay, wenn man, auch wenn man sagt, man möchte einen Webshop mobil optimiert haben, dann muss man halt nicht nur schauen, dass man Bilder von dem Datendurchsatz reduziert, sondern auch schauen, was man wirklich ausliefert an Dateien, ob die große Menge dann wirklich notwendig ist. Und eventuell schauen, wie man das reduzieren kann. Und das war eben mit den Developer-Tools eigentlich nur eine relativ einfache Lösung. Im Grunde ist, würde ich mal sagen, für mich, wie ich schon gesagt habe, ich mag Metriken sehr gerne und Zahlen. Monitoring, schauen auf Dashboards, auf Charts und schauen, wie sich das Ganze entwickelt und wie man dem, wie man einer negativen Entwicklung entgegenwirken kann. Und ja, wie man zu solchen Charts kommt, wie man die Daten rauskitzelt aus solchen Applikationen, da wird jetzt mein Kollege euch ein bisschen was dazu erzählen. Und dann werden wir uns noch ein kurzes Live-Demo dazu anschauen. Okay, gut. Ich rede jetzt über Typen von Monitoring. Das heißt, wie kann man die KPIs, die jetzt mein Kollege erzählt hat, wie kann man die fassen von Typisierungen? Und wenn man nach Tools sucht, dann findet man dann halt einen Haufen über Monitoring-Tools und welches Tool kann dann was. Gut, man kann grob das Monitoring in Rot-Grün-Monitoring unterteilen, in Applikations-Performance-Monitoring, dann in Business Transaction Monitoring, Network Monitoring, System Monitoring und Website Monitoring. So. Ja, so. Und ganz kurz zu den einzelnen Typen. Rot-Grün Monitoring meint, ich habe, ob ein Service funktioniert oder nicht funktioniert. Das heißt, ich kriege einen schönen Überblick über meinen Shop, mein System, was funktioniert, was nicht funktioniert, ohne jetzt ein genaueres Detail zu sehen. Das heißt, das ist gut, wenn ich das zum Beispiel im Management präsentiere. Okay, unsere Seiten funktioniert. Wir haben zwar ein kleines Problem mit irgendwelchen Business-Apps, aber die sind im Hintergrund. Der Rest funktioniert sehr gut. Und im Rechenzentrum haben wir Maintenance geschalten, das heißt, das ist auch alles geplant und gut. Das ist jetzt quasi das einfachste Monitoring mit Rot-Grün-Monitoring. Wenn ich jetzt eine Applikation schreibe und entwickle, dann möchte ich wissen, wie funktioniert die unter Last, wie funktioniert die, wie funktioniert es, dass die einzelnen Calls, Threads, Requests, wie lange dauern die? Das ist Application Performance Monitoring, das ist gerade in der Entwicklung sehr wichtig, dass ich mir wirklich anschaue, jeden einzelnen Call, jeden einzelnen Request, wie lange brauche ich für was, wie lange dauern meine Datenbankzugriffe, sind meine Datenbankzugriffe zu schwierig oder zu kompliziert, sodass die Anfrage an die Datenbank, die im Hintergrund läuft, zu lang dauert. Und wenn ich da sehe schon in der Entwicklung, es dauert etwas extrem lange,
ein Call, ein Thread oder sonst irgendwas, dann weiß ich, wo ich noch ein bisschen Performance rauskitzeln werden muss, weil dann, wenn ich es live betreibe, dann wird das sicher zu einem Problem. Und man kennt das, dass ein Kunde nach 2-3 Sekunden, wenn etwas nicht kommt, entweder klickt er noch einmal drauf, sehr gut für die Performance, weil dann wird das einfach nur mehr geladen und irgendwann verliert er das Interesse und ja, damit war es das dann mit dem Kunden. Wichtig bei dem ist noch, dass man das eher in den Entwicklungssystemen hochschraubt und in den Produktionssystemen ein bisschen runterschraubt, weil ein sehr intensives Monitoring kostet da ein bisschen Performance. Gut. So. Zum nächsten, Business Transaction Monitoring. Es ist schön, wenn ich am Monatsende mal die Finance-Abteilung sagen kann, okay, das Monat war jetzt gut, ihr habt was verdient oder ihr habt nichts verdient. Das ist klar, mir als Techniker und wenn wir das eh schon einen Webshop haben, wo wir die Bestellungen mitlesen können, dann interessiert mich eher sowas, dass ich sehe, was passiert. Da sieht man zum Beispiel die Bestellungen pro Stunde von dem Webshop. Da sieht man, was komplett an Bestellungen passiert ist. Und in der letzten Zeile sieht man, gibt es Fehler oder gibt es keine Fehler beim Bestellen. Das ist auch etwas, was man eventuell nicht immer so sofort sieht, ob jetzt das Backend, was weiß ich, ein Payment Provider auf einmal langsame Nachrichten schickt oder irgendwelche Fehler schickt. Da sollte ein Monitoring drauf machen, mit einem Alerting gleich drauf. Das heißt, dass ich alarmiert wäre im Operation Center, wenn was passiert, dass ich da nachfragen kann und nachschauen kann. Gut, nachdem wir alle im Netzwerk unterwegs sind, interessiert es mich, was sehe, was funktioniert, was ist schnell und was ist, wo habe ich ein Problem. Das ist, gerade wenn ich im Hosting-Bereich unterwegs bin, sehr interessant, wie schnell funktionieren meine Verbindungen zu Daten, zu meinem Speicher, zu SANS, wo habe ich Probleme. Ich habe das selbst vor kurzem gehabt, da ist ein Switch am Eingehen gewesen und deswegen sind meine Tokens nicht richtig durchgegangen, die Seiten selber waren erreichbar, aber die Request-Tokens sind verloren gegangen, weil sie jetzt lang gebraucht haben. Das sind solche Sachen, die was man dann über das Netzwerkmonitoring schön sieht und dann ergründen kann. Generell, wenn man ein System hat, mehrere Server, mehrere Services, dann möchte man einen schönen Überblick haben, was man alles hat. Das ist ein System von uns, das wir betreuen. Da sieht man, dass es die Anzahl der Services, die gemonitort werden, da hinten die Server und wo es Probleme gibt. Gelb ist ein Zeichen, dass ein Warning da ist. Das heißt, da muss ich mir das anschauen und bei Rot wäre das System, hätte ein größeres Problem. Da sieht man eine schöne Übersicht und es ist wahrscheinlich zu detailliert für das Management, weil da sieht man immer noch viele verschiedene Sachen und man hat keinen schönen Überblick. Das heißt, da, wenn man das dann vereinfacht auf ein Rot-Grün-Monitoring und sagt, die Services funktionieren alle, sind super. Das mit den Services funktionieren alle, kann man dann auch zum Beispiel an den Kunden zur Verfügung stellen und sagen, es funktioniert alles. Gut. Und natürlich, was uns auf jeden Fall interessiert, wenn man einen Webshop betreibt, wie schaut es mit den Zeiten aus? Da sieht man den Upstream. Das heißt, alles, was unter diesem gelben Balken ist, braucht weniger als 2 Sekunden in der 90. Perzentile. Aber im Prinzip heißt das, dass alle diese Produktseiten, also diese Kategorien, das sind einzelne Unterseiten, dass die in der Regel unter 2 Sekunden ausgeliefert werden. Da haben wir ein kleines Problem gehabt, das eine Stunde gedauert hat. Da hat eine Query nicht richtig funktioniert. Ja, was soll passieren? Da erkennt man wenigstens, dass wenn der Kunde sagt, etwas ist langsam, wo man nachschauen muss, was denn wirklich langsam ist, weil die,
Der Großteil der Sachen waren eh schnell. Fehlersuche hilft halt, wenn man einzelne Sachen genauer realisieren kann. Dann das, was natürlich auch interessant ist, wie viele Zugriffe auf die Seiten gibt es denn überhaupt? Da sieht man die Requests per Second. Wie man auch sieht, da sieht man auch genau, wann ist der Shop am interessantesten, wann schauen die Leute drauf, wann haben sie Zeit, dass sie was machen. Da sieht man dann sehr schön, wenn zum Beispiel Werbekampagnen gestartet werden und man das sich nebenbei anschaut, wann ist das wirksam geworden, wann haben die Leute tatsächlich das angeschaut. Also zum Beispiel ein Newsletter ausgeschickt und wann reagieren sie drauf, wann habe ich eine schöne Load. Gut, mit welchen Tools kann ich das realisieren? Man kann natürlich die einzelnen Logfiles anschauen, Reverseboxy zum Beispiel, und sie mit Less und Tail die Logs durchsehen. Und wenn man dann nur ein bisschen mit Awk, Grab und Set ein bisschen arbeitet, dann kann man sich eine schöne Kommandolinie, einen schönen Befehl schreiben und man sieht die Zugriffszeiten von einer gewissen Seite schön ausgeworfen. Das ist natürlich schön, wenn man das auf einem Reverse-Proxy nur sieht. Man will es ein bisschen besser haben, man will es schöner haben und man will es grafisch dargestellt haben. Aber es funktioniert so für die Fehlersuche auch ganz gut. Was gibt es für Tools? Das eine sind einmal die klassischen Monitoring-Tools wie Nagios, Isinga oder CheckMK. Da sind ein paar Beispiele, wie das so ausschaut. Da sieht man schon relativ viel. Man kann Alerting dahinter schneiden. Das heißt, man kann sagen, okay, wenn gewisse Services nicht erreichbar sein, dann kann ich über, was weiß ich, PagerDuty, VictorOps, was weiß ich, was es da noch für Alerting-Tools gibt, kann ich meine Operations-Zentrale alarmieren und sagen, Leute, da irgendwas funktioniert nicht. Ihr solltet da euch anschauen, was das ist. Schöner ist es, wenn man es mit einem Logging-Server macht, und die klassische Variante im Linux-Bereich ist, man schickt sich die Logs mit rsyslog oder Collectee, und dann kann man es zum Beispiel mit Graylog sich anschauen, da kann man wunderschöne Grafiken bauen, man sieht schon sehr viel, man kann die Logs, wie gesagt, schön auswerten und man kriegt einen Überblick über das, was man braucht und was man damit erreichen kann. Es gibt dann noch andere Tools, wie zum Beispiel den InfluxDB-Stack. Also man kann mit InfluxDB als Logging-System nehmen, Telegraph als Agent, wo man ziemlich alles dranhängen kann, was der Server so hergibt. Und mit Chronograph und Capacitor, also Capacitor ist ein Tool, mit dem man die Logs ein bisschen anreichern kann und verändern kann, sodass sie dann zum System passen. Und dann hat man einen schönen Monitoring-Stack, wo man alles Mögliche messen kann, mitlesen kann und dann in der InfluxDB speichern kann und von dort aus abgreifen kann. Ein anderes sehr bekanntes Tool oder bekannter Stack ist der Elastic-Stack. Der funktioniert mit Beats, Logstash, Elasticsearch und dann Kibana. Mag ich nicht. Das ist auch sehr ein bekanntes Tool. Wenn man sich solche Tools anschaut, muss man sich erst schauen, welche Nachrichten, welche Messages, welche Logs können sie lesen und was für Applikationen möchte ich monitoren, sodass ich sehe, ob sie miteinander sprechen und ob ich einen Weg finde, dass ich das Protokoll richtig einsetze. Wir verwenden in der Firma sehr viel Java-Applikationen und da ist zum Beispiel Prometheus ein schönes Protokoll, mit dem ich Fehlermeldungen aus der Applikation rauskriege, und wir verwenden Telegraph dazu, dass ich das dann nach hinten zum Logging-Server schicke. Super. Das als Tool zum Visualisieren verwenden wir meistens Grafana. Da sieht man einen Chart über unsere Operations-Abteilung.
Das ist eine Momentaufnahme, an wie viel Tasks wir arbeiten, was für Blocker haben wir reingekriegt, welche kritischen Dinge wir bearbeiten sollen und wie viele Trivial-Tasks es gibt. Das heißt, man kann Monitoring nicht nur dafür verwenden, dass man seine Systeme betrachtet, sondern kann auch schön drauf schauen, dass, was für Arbeitsbelastung man hat, beziehungsweise was war denn jetzt gut, wenn man jetzt in der nächsten Zeit angeht. Wir werden jetzt zu einer Live-Demo switchen und da sieht man von einem von unseren Systemen. Wenn ihr erkennt. Was ist das für ein Fenster? Gut, das Problem bei Live-Demos. Das ist ein reales System. Ja, so. Wo wir sehr intensiv mit Monitoring arbeiten. Hier sieht man den Speicherverbrauch der Applikation. Man sieht wunderschön, was an Speicher frei gecached und im Verbrauch ist, so dass man, wenn man sieht, dass die Applikation ein Problem macht, kann man sie durchschauen, wo ist das Problem aufgetreten und wann ist es aufgetreten, damit man auch Hintergrundprozesse ausschließen kann. Da sieht man dann zum Beispiel die Load. Wann war die Load hoch? Und wir haben da zum Beispiel bei einem von diesen Systemen sind wir draufgekommen, dass der Hoster hat VMware verwendet und die IO-Load ist auf einmal sehr, sehr hoch geworden. Da sind wir draufgekommen dann im Nachhinein, dass sie zu viele Snapshots gespeichert haben und damit die Zugriffszeiten auf die SAN zu langsam geworden sind und dann ist unser System zum Teil zusammengebrochen. War für uns etwas, also das System selber ist so zusammengebrochen, dass die CPU-Load sehr hoch geworden ist. Und wir Alerts gekriegt haben, dass da irgendwas in Ordnung ist. Und das hat man dann schön gesehen. Gehen wir weiter, bitte. Wie gesagt, hier ist ein Importer. Also bei dem System gibt's ein Message Queue. Und da sieht man sehr schön, wie viel Messages gepublished werden. Wie viele sind da wirklich hinten angekommen? Was ist noch zu tun an dem System? Wann hat er das abgebaut? Wird es auch noch gezählt. Das heißt, man kriegt einen sehr schönen Überblick darüber, was passiert im Hintergrund, was machen die einzelnen Systeme. Und wenn man zu einem Problem kommt, sieht man dann auch, wo man optimieren kann und wo man was verbessern kann. Das da hier oben ist zum Beispiel auch noch schön, die CPU-Load. Da sieht man sehr genau, wann welche Node mehr gearbeitet hat und weniger gearbeitet hat. Ja, ein paar Sachen sind immer wieder doppelt, weil wir auf die Dashboards, wenn man etwas Gewisses analysiert, einfach alle Meldungen da zusammenstellt. Das soll einen Überblick geben über das, was man machen kann, wenn man ein Logging, ein Monitoring im Hintergrund laufen hat. Ja, stick wieder um, bitte. Gibt's? So. Und,
Gut. Jetzt noch, bevor es zu den Fragen geht, wir sind beides im Operations Team von Netconomy und arbeiten in zwei Bereichen. Ich bin als Engineer tätig und der Robert als SDK-Mensch, das heißt, er überprüft, ob wir es alles richtig machen. Gut, gibt es irgendwelche Fragen noch zum Logging-Monitoring-Tools? Habt ihr jetzt die Anzahl der Snapshots ins Monitoring einbaut? Also baut sie aktiv weiter, wenn ihr einen Fehler habt? Wir bauen aktiv weiter. Die Anzahl der Snapshots, das können wir leider nicht einbauen, weil das ein Partner von uns baut. Aber wir haben, wenn wir jetzt ähnliche Sachen sehen, dann ist die erste Frage schon mal dorthin, wie schaut es bei euch aus? Es ist halt etwas, das, was man lernt. Das sind so Sachen, die Erfahrung zeigt. Das erste Mal sucht man ewig, bis man sowas findet. Und dann sind halt das gewisse Verdachtsmomente, die man dann sehr, sehr schnell löst. Und wo es halt dann mit Zusammenarbeit sehr schön geht. Das gleiche Phänomen existiert auch, wenn man selber Hardware betreibt und der SSD-Wert auch raufgeht von den SSDs. Zur Information, da ja, kann man auch sehr leicht in das Problem einlaufen. Danke. Ist der nächste Punkt, wo man darauf achten muss. Gut, sonst noch irgendwas? Ja, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche noch einen schönen Linux-Tag.